So, willkommen beim Color Simulator 2083. Die Frage ist, ich würde es gerne so machen, dass die Farben aligned sind. Was ich damit meine, weiß ich selber nicht so ganz, aber ich zeige es euch mal trotzdem. Also angenommen, wir haben Erde. Dann hätte ich das jetzt gerne so, dass das hier ist ja, was immer das ist, das müsste rot sein. Wenn wir jetzt das hier quasi fortführen. Okay. Dann müsste jetzt hier also auch rot sein. Bam. Ne, dass das quasi 1 zu 1 durchgeht. Komplett World Origin mäßig. Ja, so ist geil. Gut, das heißt, können wir die alle wieder wegnehmen. Aber wir können Schuppe dabei oder was? Noch eine Coin. So. Dann wollen wir jetzt gucken. Dann müsste das jetzt hier dann gelb, grün, blau, das, rot, gelb, grün, blau, das, blau, das, gelb, grün, blau. Richtig? Dann müsste eigentlich immer einfach 5 Stücke sein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Doch, 5, genau. Und dann wieder gelb-grün. Ja, passt. Passt. Perfekt. Alles passt. Hier passt alles. So. Dann, ja. Let's go. Oh, nochmal eine Folge Konzentration. Und verkackt. Direkt verkackt. Ja, doch, heute. Die Frage ist nur, wieso haut das hin? Ah ja, doch, was hinhaut, was schräg ist. Thank you.
Hallo? Da. So, machen wir ohne Schlafen. So, das sieht soweit richtig aus. Und jetzt kommt der Faktencheck. Wenn wir jetzt hier gucken und genau eine Linie durchgucken, sehen wir, die Farben passen zusammen. Hier ist Cyan genau auf einer Linie. Hier ist Magenta genau auf einer, Blau genau auf einer Linie. Hier Magenta, hier Rot. Hier ist Grün genau auf einer Linie. Das passt also perfekt. Ja. Ja. We did it. Also ich muss mich jetzt zu feiern machen, ey. Alter, das hat gerade echt so die Seele aus dem Hirn gesaugt. Sehr, sehr schnieke. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Digga, ich müsste den Scheiß patentieren. Mit Patafix. So, wollen wir mal ganz kurz gucken hier. Jetzt müssen wir mal überlegen, aus welchem Material machen wir jetzt hier die Decke? Da wollen wir jetzt hoffentlich Slabs ranklatschen. Wollen wir es nicht einfach doch so lassen? Nee, ist so bunt. Das ist ja bunt wie bunter Hund. So, wir haben sogar tatsächlich von überall, von jedem mehr als 4 übrig. Aber ist ja richtig, weil wir hatten bei der Rechnung hatten wir ja 10,5 und ich habe mit 12 gerechnet, warum auch immer. Eigentlich hätte 11 gereicht, aber gut. Haben wir halt über ein bisschen Plus, ne? So, das heißt, ich pack euch einfach erstmal hier rein. So. Schöne bunte, was auch immer das darstellen soll. Aus was machen wir die Decke? Block. Was gibt's denn also alles Schönes? Gold, Gold. Frage ist, ich würde schon was Helles nehmen. Schnee. Warte, jetzt machen wir. Ich meine, wir müssen ja nicht so keine Slabs nutzen. Ne? Wir können auch einfach so eine ganz dünne Platten benutzen. Kann man noch so etwas suchen? 16. Ah, nee, jetzt sucht er hier alles. Wenn ich jetzt sowas hier mache, geht das? Naja, nicht ganz. Deutlich so Platten. Was ist los mit euch? Ich hab was sowas hier nehmen. So ein ganz helles Holz. Also die kompletten Platten natürlich, nicht hier so eine halbe Platte. Aber von der Farbe her. Ah, nur ein Holzdach, also eine Holzdecke. Ob das sinnvoll ist? Weil das Haus ist ja eher so Betonbauweise, ne? Hat zwar einen Holzfußboden, der ist ja aber nicht tragend, sondern das ist eher nur sowas wie so ein Laminierverfahren. Das heißt, wirklich tragend ist die Holzschicht hier nicht.
deswegen, wenn wir jetzt hier unten aber Holz machen, dann würde es so aussehen, als wenn die gesamte Decke aus Holz ist. Was ja aber nicht sein soll. Das wäre also irgendwas anderes. Das hier, das sieht zu sehr aus nach Knast. Das ist... Ich hätte aber schon gerne irgendwas mit ein bisschen, ja, eben auch so ein bisschen Muster, ja. Irgendwas, was halt zu einer Decke passt. Ja, oder wir können natürlich auch sowas hier benutzen. Nee, ist mir zu... Korallskelett, what the fuck? Das ist mir das ein bisschen zu schwach pigmentiert. Das ist ja genau das, was wir bereits für die Wände haben. Was bist du denn? Schmiedeei. Achso. Ne. Sonst, ne. Das ist ja gelb. Das ist ja dann. Ne. Ah, das ist ja eine schwere Entscheidung hier. Holy Wackamoli. Entweder gibt es weiß oder komplett gleich irgendein komplett anderer Farbton, was halt komplett gleich zu extrem ist. Ich hätte gerne etwas, was so in Richtung weiß geht. Also, ne, so von der Farbe her sowas wie das hier. Aber halt kein Holz. Also, ist entweder immer weiß oder gleich richtig dunkel hier. Oder Silbersonnenstein und den haben wir bereits. Was denn das hier? Ah ja, auch Silbersonnenstein. Ah, verdammt. Verdammt. Ja, und das war's schon. Gibt es denn hier was mit schönen Muster, dass man vielleicht einfach Muster machen kann? Dass wir vielleicht doch zum Beispiel einfach sowas nehmen, dann auch mit dem gleichen Farbton hier? Ja, nee, geht nicht, weil nee, die Dinger kannst du ja nicht zuschneiden. Nevermind. Verdammt, da war ja was. Die kannst du ja nicht zuschneiden. Oder wir machen doch einfach eine weiße Tapete, also dass es wirklich auch einfach eine Tapete ist. Weil das auch nicht so verkehrt wäre. Es ist natürlich alles weiß. Fällt dann so ein bisschen der Kontrast. Aber dafür müssen wir später in eine Richtung, ne? Für den Kontrast. Hoffe ich mal. Ich glaube, wir versuchen doch einfach mal Marmor. Warum gibt es da kein Rezept für? Achso, was mit der Säge gemacht wird. Wir brauchen erstmal die Grundplatten. Grundmarmor. Gibt es hier keinen. Wie wird Marmor gemacht? Ah, so einfach. Echt irgendwas davon. Hä? Man bekommt aus 9 kleinen Klümpchen 9 ganze Blöcke? Das scheint mir irgendwie ein bisschen falsch. Vor allen Dingen müssen die das Rezept geändert haben. Weil wir haben es doch früher anders gemacht, oder? Wir hatten doch ganze Teerblöcke gehabt bei unserer, als wir damals, weil wir haben ja auch Marmor genutzt.
Für die Badewanne und sowas alles. Oder? Ja, gut, wir gehen jetzt mal eben nach Home. Genau, die Sachen hier müssten doch auch aus Mama gewesen sein. Gucken wir mal kurz. Toilette. Du. Ach nee, da haben wir Hey, im Tee gibt es gar kein Rezept, weil das baust du einfach so eins zu eins ab. Da gibt es halt nichts. Wir hatten damals die Dinger hier gemacht gehabt. Und da hatten wir aber hier ganze Teerblöcke. Oder wurden wir verarscht, weil das ja auch dazu gehört und wir haben einfach nicht das gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Was haben wir denn noch hier so da? Beton. Ja, ich meine, wir können natürlich auch Beton nehmen. Können wir gucken, was besser aussieht. Haben wir kein Marmor mehr? Oder nehmen wir einfach sowas nehmen wir. Das, das ist auch gar nicht verrückt oder sowas. Was haben wir denn noch im Lager? Hey, lass mich durch. Sollst du die vielleicht auch aufmachen? Ton haben wir auch noch. Marmor. Oder? What the hell war das gerade? Also Monster scheinbar nicht, so ein bisschen sehe ich keins. Ich bin verwirrt. Das Kreuz war gerade sehr interessant. So, wir probieren mal diese drei Sachen. Vielleicht nutzen wir auch einfach alles drei und machen auch wieder ein schönes Muster. Also das können wir. Oh, das können wir. Ah ne, andersrum, das war ja. Nee, hä? Hat sie nicht gerade irgendwo noch Ton? Hä? Aber im Ton ist ja ein weiches Material. Das können wir wahrscheinlich nicht. Genau. Das können wir nicht schleifen. Gut, das heißt, wir haben die drei Sachen zur Auswahl. Das ist. Da würde ich aber abraten von. Klingt irgendwie fast wie eine Drohung. Ich pack da mal so hin. Ich mach mal jeweils 8 mit dem Hintergrundgedanken, dass man die ja denn zur Not, das was nicht gut aussieht, man rekombinieren kann. Also, die geht ja gar nicht. Home 2. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das bietet gar keinen Kontrast. Das sieht er schon, ist mir aber tatsächlich zu grell. Ich glaube, das mittlere wird's. Verdammt.
Und damit ist der Sieger, also doch, diese guten alten Betonplatten. Okidoki, davon wollen wir nur so ein bisschen wenig haben. Sollte aber auch trotzdem ausreichen. Also brauchen wir eine Axt. Boah, ich habe eine scheiß Axt hingepackt. So, dann machen wir daraus ganz viele 16. Platten, wobei die bringt ja eh nichts, die bekommen wir eh nicht mehr raus. Als bei den 18. Platten. So. Müssen wir also im Zweifelsfall noch ein bisschen Beton machen. Denn ich glaube nicht, dass das reicht für. Reicht gar nicht. So. Ich hatte also wieder alles zurück, hat mich alles enttäuscht. Ey, das Geld, das ist ja schlimm. Gut, wir brauchen also auf jeden Fall Beton. Beton, wie war denn Beton nochmal? Das war doch das, wo wir auch Wasser brauchten, ne? Ja, das war die Scheiße. Ah, Kacke. Gibt es nicht noch ein anderes Rezept? Irgendein geheimes Rezept, wo man gar nichts braucht, man einfach gib mir alles. Und dann fertig? Ich brauche echt dieses Scheißding hier. Puh. Und da brauche ich immer dieses Wasserkackding und wir brauchen Farbe. Oh Mann, ey. Das ist deprimierend. Ach, schwarzer Farbstoff, weißer Farbstoff. Okay, was haben wir denn noch? Weißer Farbstoff haben sie oben nicht mehr. Ja, eben haben wir. Aber jetzt alles für die ganze Farbe. Oh Gott, wir brauchen so viel Farbe, ey. Oh Mann, haben wir einen Farbverbrauch gerade. Das hältst du im Kopf nicht aus. Warum ist die Tür offen? Das hältst du im Kopf nicht aus, ey. Ich mach mal erstmal überall da weg, wo gelbe und rote Pflanzen sind. Damit die ein bisschen mehr sich ausbreiten können. Ja, blau dominiert aber auch schon. Oh, auch ganz schön, ne? Also blau haben wir auch eine Menge. So sollte das mal reichen. So, brauchen wir noch Kohlestaub. Wie viel nehmen wir? Wir nehmen mal 14. Ne, wir brauchen da auch 28, weil ist ja. Nee, wie weit ist? Wir brauchen. Wie viel ist? Ah, genau, wir brauchen zwei schwarze und ein weißes da. Ja. Wir brauchen doppelt so viel schwarz. Verdammt. Das braucht 56, dann haben wir genauso viel. Dann brauchen wir noch mal 56. So. Und das alles kann man jetzt auch einfach so direkt im. Ne, kann man nicht. Aber das wird aber ewig dauern. Und dabei ist die Folge schon fast vorbei. Verdammt. Und das ist die letzte Folge. Verdammt. Ich habe wieder halb mittendrin in irgendwas. Damn.
Digga, draußen ist aber gerade dunkel. Holy shit. Hey, wo sind die anderen Farbticker? Hab ich jetzt schon alle reingehauen? War doch, muss ja. So, die weißen, die können wir aber, nee, hier, wow, okay. Dachte, wir sind schon fast fertig, aber nein, natürlich nicht. Wir brauchen noch viel länger. Ja, okay, das heißt, machen wir das mal morgen weiter. Was für einmal haben wir ja? Ja, dann müssen wir erstmal ein bisschen Beton machen. Ich meine, so viel Beton brauchen wir gar nicht. Ich mache jetzt einfach nur just for fun, I don't know. Ich weiß nicht, wie viel Beton brauchen wir. Wir haben 250, wir haben bereits 100. Sagen wir mal so 100. Das heißt, wir brauchen noch 150 Dings. So, 150 Dings durch 8 sind 20. Also brauchen wir 20 Blöcke. So, ein Block, also natürlich 18. Ich weiß nicht, ob 18 reichen. Sagen wir mal 24. Das heißt 24, ja, hier dreimal, also 72. 72 heißt also auch 72 hiervon. Ja. Das heißt, wir brauchen hiervon 24. Und von dem Schwarz brauchen wir dann 48. Bam. Alles andere ist eigentlich zu viel. Verdammt, warum machen wir so viel? Warum hält mich keiner auf? Ihr seid doch alle krank. Gut, da brauchen wir also noch Wassereimer. Dann brauchen wir Erde. Haben wir gerade im Inventar, warum auch immer. Weiß ich gar nicht mehr, was da abgeht. Und dann können wir also schon mal die Farbmischungen machen. Ins Raster alles. Das hat ja gut funktioniert. Ich glaube, ich raster gleich aus. Ach ja, wir müssen erstmal mischen. Alles. Oh, jetzt haben wir aber alles. Gut, dann machen wir halt manuell 72. Verdammt. 1, 2, 3. Leck mich am Arsch. So. Gut, wie viel Schwarz haben wir, so viele Farbe gemacht. Das ist doch verrückt. Da. Alles. Jetzt nochmal, damit wir trotzdem immer nur eins. Farbweg, da, Ficky, weg. So. Alles. Das ist dem Eimer immer das Schlimmste. Warum höre ich eigentlich nichts? Normalerweise, wenn man den einmal auffüllt, dann hört man doch was. Aber man macht doch so ein Platschgeräusch. Sehr suspekt. Ich fühle mich verarscht. Das ist nicht lustig. Please stop it. Das Problem ist halt immer, dadurch, dass die Maus immer zurückgesetzt wird, jetzt ist die Maus da oben. Jetzt ist die Maus aber wieder hier unten. Das heißt, dadurch, dass du immer dabei bist, die Maus nach oben zu schieben, verschiebst du deine Maus immer mehr im Gamepad und dann landest du irgendwann im Bildschirm. Behindert. Oh, wir sind schon fast bei 30. Scheiß die Wand an. Lalalala. Na komm, die Mischung machen wir noch schnell und dann Rest machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, ich denke da dran, ne? Ich hab's jetzt schon aufgeschrieben. Oh scheiße, glaube ich.
Noch einmal. Jawohl, wir haben es geschafft, ladies and gentlemen. We are kings. Jutchen, haben wir schon mal den hässlichsten Part geschafft und den Rest machen wir denn dann nächste Folge, wenn es denn dann heißt. Ja, Dach zu Ende bauen. Von daher, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Mal ATS, ETS mache oder ob ich direkt wieder meinen Test mache. Mal gucken, wie ich Bock habe. Mal gucken. Jetzt gerade habe ich Bock auf meinen Test, aber wer weiß, welche nächsten Folgen aufnehme. Vielleicht dann ja auch nicht mehr. Bis dann.